Der kleine Adam von Jana Lutijanova. Regentropfen trommelten in regelmäßigem Rhythmus auf das Dach. Ein weißer Mondstrahl dringt durch das schmale Fenster, wie eine Brücke zwischen Himmel und Erde. Im Raum hört man schweres Atmen und von Zeit zu Zeit das Knarren eines Bettes. Aus einer Ecke dringt unterdrücktes Schluchzen. Hier wird jede Nacht geweint. Wie könnte es auch anders sein, wenn lauter Frauen hier sind? Else kuschelt sich unter die dünne, löchrige Decke, die bei jeder Bewegung eisige Kälte hindurchlässt, dass Else erschauert. Jemand beginnt laut zu husten. Else steckt den Kopf unter die Decke, aber der muffige Geruch jagt sie wieder heraus. Sie zittert jetzt am ganzen Leib und hat Angst, sich zu verkühlen. Des Kindes wegen, das sie unterm Herzen trägt. Ach, wenn sie es doch immer so tragen könnte, denkt sie. Das Kind hätte Wärme und Stille. Was wird es sehen, wenn es auf die Welt kommt? Abgeblätterte Zellenwände mit verschiedenen Sprüchen und unbekannten Namen. Wie sie gefangene Frauen von Trauer übermannt mit ihren Nägeln eingeritzt hatten. Es wird eiserne Stockbetten, graue, ausgefranste Decken und gestreifte Häftlingskleider sehen, die so gar nicht zu den zarten Frauenkörpern passen. Ich habe solche Angst um dich, flüstert sie leise. Eine große Angst überfällt sie. Sie schließt die Augen und eine große Träne rollt über ihre Wange. Ihre Gedanken fliegen nach Haus, zurück in die Kindheit. Als ihre Mutter auf dem Wöchnerinnenheim kam, legte sie der kleinen Else das neugeborene Schwesterchen in den Arm. Die ungeschickten kleinen Kinderhände griffen nach dem kostbaren Schatz, als wäre es nichts Lebendiges. Und die erschrockene Mutter entriss ihr das Kind und drückte es an sich. Und die erschrockene Mutter entriss ihr das Kind und drückte es an sich. Else konnte damals die übertriebene Angst ihrer Mutter nicht verstehen. Schließlich überließ sie jedem ihre Puppe, ohne sich zu fürchten. Schmerzen reißen sie aus ihren Gedanken. Sollte es schon soweit sein? Sie erschrickt für einen Moment. Das Herz bleibt ihr fast stehen. Sie legte ihre Hand auf den Bauch und holte tief Atem. Der Schmerz lässt nach. Noch ist es nicht an der Zeit. Nach einer Weile, als sie sich ein bisschen beruhigt hatte, kehrte ihre Gedanken nach Hause zurück. Denn eine Erinnerung zieht eine andere nach sich. Jetzt war sie kein kleines Mädchen mehr. Es war ein kalter Januarabend. Die Straßen waren menschenleer und Else geht mit Paul den holprigen Gehsteig entlang. Sie versuchen, sich still zu verhalten, um nicht jene zu stören, die bereits schlafen. Aber die tiefe Liebe, die sie füreinander empfinden, und die Freude über den gemeinsam verbrachten Tag entlockt ihnen immer wieder schallendes Gelächter. Als sie das Haus, wo sie gemeinsam mit Elses Eltern in einer kleinen Wohnung leben, betreten, erwartet sie an der Tür die Hausmeisterin. Na, jetzt seid ihr auch dran. Seid froh, dass man euch anständig mitgeteilt hat. Den alten Jarus haben sie um Mitternacht ohne Federlesen abgeholt. Das eben noch so fröhliche Paar sieht sich erschrocken an und voll bedrückender Vorahnung eilt es die Treppe hoch. Zu Hause ist alles still. Die Mutter sitzt weinend am Fenster und der Vater spricht mit klangloser Stimme und ohne zu grüßen: Morgen um 8 Uhr müssen wir fahren. Wenn wir nicht auf den Bahnhof kommen, werden wir alle erschossen. Paul nimmt Else, die regungslos dasteht und unfähig ist, ein Wort zu sagen,
in die Arme. Lange stehen sie eng umschlungen da und wünschen sich, es könnte immer so bleiben. Niemand findet Schlaf in dieser Nacht und am nächsten Morgen gehen sie schweren Herzens mit einem Köfferchen in der Hand auf den Bahnhof. Der Bahnsteig ist mit voll weinender Menschen als führen Rekruten zum Militärdienst. Aber anstatt magerer Jungen mit abstehenden Ohren fahren Väter, Mütter, Kinder und Rentner. Ich werde warten, flüsterte Paul mit erstickter Stimme. Er küsst Else zum letzten Mal und umarmt sie ganz fest. Und dann hieß es einsteigen. Else sah in der Menge ihren Vater, der die Mutter stützt, wie er von der Menge in einen anderen Waggon gedrängt wird. Paul steht da und schämt sich seiner Tränen nicht. Er hat ganz die Fassung verloren, die bisher die Tränen zurückgedämmt hatte. Ein letzter Blick, dann setzt sich der Zug in Bewegung. Das rhythmische Aufschlagen misst den langen Weg ab. Else sieht immer noch Paul und die Tränen steigen ihr in die Augen. Sie möchte laut aufschluchzen und beißt sich in die Lippe. Die Gedanken werden schon wieder von einem schneidenden Schmerz unterbrochen. Schon wieder. Sie liegt da. Im Arm hält sie das Kind, das in einem breiten Leinenstreifen eingewickelt ist. Tränen des Glücks brennen in ihren Augen. Und ihre zitternde Hand stützt das zarte Köpfchen. Es war keine schwere Geburt. Und zum Glück kam sie in der Nacht. Wer weiß, wie alles ausgefallen wäre, wenn sie das kleine am Tag gemeldet hätte. Wenn alle in die Arbeit müssten. Der Aufseher empfand einen Funken von menschlichem Mitgefühl. Und auf die dringenden Bitten der Frauen von Block C brachte er eine alte Petroleumlampe und ein Waschbecken mit Wasser. So kam bei mattem Licht ein neues Kind zur Welt und das Lager bekam einen neuen Häftling. Else dachte nicht mehr an ihr zu Hause, findet voll und ganz die Zelle, die neugierigen und erfreuten Augen ihrer Mithäftlinge, aber auch die vergitterten Fenster. Nichts macht ihr etwas aus. Es war, als würde der kleine rotgesichtige Mensch den dunklen Raum mit goldenem Licht erfüllen. Wie wird er heißen? Fragen die Frauen. Eigentlich weiß ich es nicht. Vielleicht nach dem Vater, stotterte die Mutter vor Glück. Bring ihm lieber bei, sich an seine Nummer zu gewöhnen. Die Nazis werden ihn sowieso nicht anders benennen, bemerkt eine alte Frau bissig. Else gibt es einen Stich. Sie denkt umso intensiver über einen Namen nach. Zum Schluss benennt sie ihn nach ihrem Vater, Adam. Es sind einige Wochen vergangen und das Kind sieht trotz der ungünstigen Lebensbedingungen sehr gesund aus. Wie sein Vater ist es blauäugig und gut gebaut. Eines Tages kommen zwei Aufseher und betrachten das Kind von allen Seiten und beraten sich untereinander. Der eine hängt sein Maschinengewehr über die Schulter, in die freien Hände nimmt er das Kind und geht damit weg. Was haben Sie gesagt? Hört man Fragen von allen Seiten. Eine alte Frau, die gut Deutsch konnte, antwortet, sie berieten, ob sie das Kind nicht zur Umerziehung nehmen sollten. Der Kleinere behauptete, Kinder aus dem Lager kämen nicht in Frage. Und der mit dem eckigen Kinn meinte, das Kind ist schön und lebensfähig. Zum Schluss kamen sie überein, sie wollten sich mit dem Lagerkommandanten beraten. Else blutete das Herz. Der Schmerz hatte sie so übermannt, dass sie keine Worte sprechen konnte. Sie wusste nicht einmal, ob es Tag oder Nacht war. Sie lehnte ab zu essen oder zu trinken. 2 Tage lang weinte sie. Dann hatte sie keine Tränen mehr. Die Frau im Nachbarbett tröstete sie. Sicher bringen sie ihn zurück. Kinder aus dem Lager nimmt niemand an. Du wirst sehen, sie bringen ihn dir bald wieder.
Die längste und schmerzlichste Woche in Elses Leben ging vorbei. Im Konzentrationslager geht die frohe Botschaft, das froheste überhaupt, dass der Krieg zu Ende ist. Von Mund zu Mund. Was alle erhofft hatten, war wahr geworden. Am Vortag fuhren die Insassen zweier Blöcke nach Hause und heute sollten weitere fahren. Ein einziger Zug könnte nicht so viele Menschen fassen. Im Block C herrschte freudige Erregung. Alle, jung und alt, waren zur Abfahrt bereit. Und nun warten sie auf den Befehl zum Verlassen des Lagers. Ein junges, vielleicht 17-jähriges Mädchen presst sein von langem Haar umrahmtes Gesicht an das vergitterte Fenster und sieht heraus. Plötzlich ruft sie: "Die von nebenan sind schon an der Reihe." Im Raum herrscht Lärm, Freude, Spannung und Erwartung. "Ohne mein Kind gehe ich nicht." Ilse schüttelt entschieden den Kopf. Ihre Nachbarin weiß nicht, ob sie sie überreden oder bestärken soll, und legt ihre Hand auf Ilses Schulter. Ilse klammerte sich an die Bettleiste voller Angst. Man könnte sie gewaltsam von ihrem Kind trennen. Schon hört man Schlüssel rasseln. Grün gestrichene Eisentor öffnet sich. Ilse hält den Kopf zwischen die Knie gepresst und wiederholt halblaut: "Ohne mein Kind gehe ich nicht. Gehe ich nicht." Da hört sie vom Eingang her: "Nummer 5672. Sie hört ihre Nummer. Wie im Traum, und sieht einen Mann in grüner Uniform, der im Arm ihr Teuerstes hält. Alles, woran ihr am meisten liegt. Der Kommandant hatte die Aufnahme des Kindes in eine deutsche Familie abgelehnt. Kinder aus dem Lager waren ein für alle Mal abgeschrieben. Jetzt war der Krieg zu Ende, und so gab er das Kind gleichgültig der Mutter wieder. Wäre der Krieg nicht verloren gewesen, hätte er es in den Tod geschickt. Die Mutter vernimmt das Weinen ihres teuersten Gutes. Sie wankt auf geschwächten Beinen zu ihrem Kind, als wäre sie ein Stück Eisen von einem starken Magneten angezogen. Schon hält sie den Kleinen im Arm. Sie drückt ihn an sich und erstickt ihn fast mit Küssen, mit denen sie den kleinen Körper bedeckt. Dann begleiten Soldaten die Frauen heraus, und die Menschenmenge verbindet sich zu einem Strom. Noch bevor Else das grüne Eisentor durchschreitet, reißt sie vom Jäckchen ihres Kindes das erniedrigende Nummerschild und wirft es in den Schmutz. Dann küsst sie die Stelle, wo das Schild befestigt war. Mit diesem Kuss sagt sie alles. "Jetzt bist du keine Nummer mehr. Jetzt bist du nur noch mein kleiner Adam." Ja, danke für die Schweigeminute, dass ihr die auch noch durchgehalten habt. Habt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.